Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Difficult Journey. Difficult ist sie in der Tat schon nach den ersten 5 Minuten geworden, diese sagenumwobene Reise, denn der Hackersteller meinte spontan so, ja komm, also Geister und so weiter, hab gehört, du stehst da voll drauf, ne? Und dementsprechend kriege ich die gleiche vor die Latichte gepfeffert. Das Ding ist, ich habe halt wirklich was gegen diese Geisterscheiße. Bin ich... Ja, und klar, da hat mich der Stein zerquetscht. Herzlich willkommen bei der neuen Staffel von 100 Wege zu sterben. Gab's ja damals. Ich glaube, das war auf D-Max, da lief das eine Weile, ne? Jetzt halt im Mario-Format, weil irgendwann sind denen die Real-Life-Tode ausgegangen, beziehungsweise die Menschen. Ich denke, man kann auf 1000 Arten und Weisen sterben. Nur irgendwann sagen sich die Menschen auch so, gut, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, ne? Da will ich jetzt, beziehungsweise, ne, die Menschen selber nicht, aber die Producer, die werden dann einfach keine Selbstmordkandidaten mehr kriegen. Die sagen den Leuten immer so, ja, es besteht eine 20%ige Chance, dass sie den Stunt überleben könnten, je nachdem, dementsprechend werden sie dann auch bezahlt, aber ja, es ist halt wie mit Leuten, die die Medikamente an sich testen lassen. Ist halt nicht so geil, tatsächlich. Das Geld ist zwar hoch, aber die meisten kriegen es halt nicht. So wie mit der Rente. Die meisten arbeiten für die Rente, im Endeffekt kriegen sie sie aber trotzdem nicht. Ja, ich muss den echt hier ein bisschen triggern. Alter, das sind doch schon wieder High Mario Strats hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Der Schwierigkeitsgrad des Hacks ist normal. Ja, scheiße. Ich habe das noch nie in irgendeinem Mario-Hack machen müssen. Noch nicht mal in Kaizo oder so. Aber gut, das habe ich auch nicht so oft gespielt. Wenn ich jetzt hier runterfalle, ne? Du musst... Das ist so dumm. Ich muss richtig penetrant an die Ecke gehen. Darf aber auch gleichzeitig nicht runterfallen. Sonst ist alles aus. Ja, nicht alles neu, so wie Peter Fox das singen würde, sondern alles aus. Ja. Hey, alles ist so schön aus. Komm, einmal noch. Ja, jetzt noch ein Stück nach rechts. Ja, hatte ich es gesagt? Ja, wirklich, ich versuche jetzt den Sprung, geil. Ich hasse Geister. Das ist wie so eine Spinnenphobie, beziehungsweise Menschenphobie. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wären mir Geister lieber als Menschen. Hier ist your escape room, puh. Hat der Mutterficker mich jetzt tatsächlich trotzdem resettet? Sag mal, wie geistig behindert muss man eigentlich sein, dass man wirklich ernsthaft der Meinung denkt, dass das in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam für den Spieler wäre? Das sind die Leute, die solche Hacks machen. Ja, das sind immer so Spasten, wo ich mir so denke, ja... Du hast vielleicht Gefallen an deiner Idee, aber das heißt nicht, dass andere auch Gefallen dran haben. Dann, weißt du, dann bastel dir den scheiß Hack für dich selber. Spiel ihn auch. Erfreu dich an deinem Scheiß. Aber lass doch andere in Ruhe. Was soll denn das? Ja, nee, ganz ehrlich. Kein Bock mehr. Also auf diese Route. Das wird kein 100% Run hier. Ist mir aber persönlich scheißegal. Wie kann man nur so ein muttergeficktes Stück Scheiße sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Junge, Alter, von dir spiele ich keins mehr. Ich hoffe auch, dass es dabei geblieben ist, ganz ehrlich. Irgendeiner wird ihm... Ups, okay, das war dumm. Aber hier, was ist das? Das soll irgendwie, keine Ahnung, so Hochsprung-Style sein oder so. Irgendjemand wird ihn aufgelauert haben, ich schwöre. Und wenn es noch keiner getan hat, dann wird es mal an der Zeit hier, ja, dann... Packe ich meine Koffer, bin mal ein paar Wochen weg, fällt sowieso nicht auf, weil ich vorgedreht habe. Lul, da habe ich so ein Alibi, wenn mich dann die Polizei erwischt. Ja, nee, also, sie haben doch gesehen, dass ich auf YouTube Videos hochgeladen habe. Ich kann es gar nicht gewesen sein. Oh. Fuck. Das ist was sehr Bekanntes. Komm aber nicht drauf. Was ist das jetzt hier wieder für eine Scheiße? Ach, toll getimt, Dankeschön. Danke. Da muss man schon ein bisschen risikostyle-mäßig springen. Das hier war ordentlicher. Das ist auch okay. Oh Gott, das ist ein bisschen unschön tatsächlich, aber ich will ja mal nicht so einer sein, ja.
Ich finde das eher lustig, wenn sowas passiert. Gibt ja wirklich so... Ah, vielleicht hätte ich nochmal nach rechts gucken sollen, aber wahrscheinlich war da nichts. Gibt ja wirklich so Leute, die dann extrem ausrasten. Ich finde das eher lustig, okay? Dafür finde ich dann alles andere scheiße. Was andere wiederum nicht so ernst sehen. Wie mit diesen fucking Geistern. Na, guck mal, das ist doch was Nettes. Ich mache jetzt trotzdem immer Safe Stats. Weil ich, wie gesagt, nichts von dem Scheiß... Ja, aber warum bist du auch so scheiße langsam, Mann? Ich möchte nichts von all dem... Moment. Mehr neu spielen? Ich kann mich nicht ranhangeln. Ich dachte gerade, ich könnte mich ranhangeln. Das geht gar nicht. Ja, lol, Leute. Ja, lol, sage ich da nur. Noch nicht mal klettern kann ich in diesem... Ach, hier geht's. Hier geht's auf... Ah, da nicht. Ich dachte, ich könnte da stehen. Alter, das ist ja... Das ist wieder die komplette... Die totale Verarschung hier. Man weiß einfach nicht, was man wie, wo, wann kann. Sämtlichste Urinstinkte werden hier einfach ausgenutzt. Man bringt mich nicht um, weil dadurch, dass das Level so toll konzipiert ist, sondern man bringt mich einfach um, weil man das von mir nimmt, von dem ich glaube, dass ich es verwenden könnte. Okay, plötzlich unter Wasser. Ich glaube, das hier ist Absicht, ne? Ach so, da schwimme ich dahinter, alles klar. Kann man mal machen, oder? Mache ich hier auch ein Safe State? Ja. Komm. Muss sein. Wer weiß, was er mir gleich von die Flinte wirft. Ich wünschte, ich hätte eine Flinte, da könnte ich Selbstmord machen. Also ich zumindest. Gut, Mario würde dann halt immer noch leben, das ist ein bisschen dumm, aber ich sag mal so, das wären ja jetzt auch nur noch 300 Sekunden für ihn. Da kommt er auf die Weltkarte, da ist ein bisschen kuscheliger, sicherer. Was soll denn das jetzt hier? Was soll das darstellen? Ich will ja nicht so einer sein, ne? Nur irgendwie, selbst in meinen feuchtfröhlichsten LSD-Träumen würde das absolut nur Sinn ergeben. Und das sollte uns allen zu denken geben, zumal, warum ist der scheiß Panzer jetzt da? Aber immerhin bin ich ein bisschen schneller. Ich bezweifle nur stark, dass ich dich jetzt hier noch mitnehmen kann. Ah, doch, tatsächlich. Oh, gut. Der dachte sich auch so nicht mit mir, von mir aus. Bleibst du halt im Fegefeuer gefangen, denn du bist ja theoretisch jetzt trotzdem gestorben, weil du nah am Ziel standest, ja. So. Ach ja, stimmt ja, das war ja... Ja. Das war jetzt im Grunde nur for the lols, ne? Wir müssen ja hier... dieses Level noch normal schaffen. Ja, das sind auch wieder so Secrets, wo ich mir denke, warum überhaupt? Ja, so offensichtlich. Oder wollt ihr mir erzählen, dass die meisten Leute nicht Kleptomanen sind und deswegen in Rohre gehen? Ja, das war nämlich die eigentliche Bedeutung des Begriffes Kleptomanen. Es ging darum, dass man als Klempner immer in Rohre geklemmt ist. Hat gar nichts mit Stehen zu tun, ja. Das hat sich die Regierung ausgedacht. Und auch nichts mit Klebstoff. Ich meine, das könnte man ja auch behaupten. Klebt. Da steckt ja auch ein bisschen das Wort Kleben drin. Ein Kleptomane. Wäre auch eine schöne Bezeichnung für jemand, der klammert. Aber dann wäre es ja vielleicht ein Klamptomane. Und vielleicht hat das auch was mit Haarklammern zu tun. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht sollten wir Drosten nochmal fragen. Der hat ja auf alles eine Antwort, wie wir wissen. Drosten ist ja der... Ich muss mal hier tatsächlich ein Geständnis abgeben und sagen, dass ich ein Kind von Drosten haben will, weil er ist einfach der Geilste. Er ist wirklich einfach der Geilste. Also denkt immer dran, wenn ihr den lieben... Ach, hier speichert er. Also... Kann sein, dass er auch schon vorher gespeichert hat, dann ist es mir aber nicht aufgefallen. The bridge has been cut. Find another way to the goal. Halt einfach die Fresse, okay? Ich dachte jetzt schon, ich sterbe und das ist so nach dem Motto, schnieze erst andere Level ab. Ja, wo war ich gerade? Ja, wenn ihr den guten Drosten hört, bitte glaubt ihm alles, was er sagt. Der Typ weiß, wovon er redet, ja. Und, gut, das war dumm, sorry. Ich frag mich, ob ich cheaten kann. Nee. Guckt euch den Abstand an. Er dachte sich so, oh, das ist knapp. Okay, machen wir nochmal einen Zentimeter nach rechts, damit sich der Spieler noch beschissener fühlt, dass er das nicht geschafft hat. Ja. Wenn ihr den lieben Drosten, wenn ihr irgendwie Kontakt mit dem herstellen könnt oder so, dann fragt ihn mal, ob er mit mir ins Bett steigen will. Das wäre mein... Das ist einfach mein feuchter Traum, okay?
Das ist mein Herzenswunsch. Einmal mit Rosten im Bett. Das möchte ich. Ganz fest. Und wie ich das fest möchte. Ich möchte, dass er mich richtig nimmt. Aber gut, genug davon. Was ist das jetzt? Eine Bonus-Scheiße, wo die Scheißmünzen nichts können. Aber so schnell kann ich nicht lesen. Oh, Alter, das ist alles so scheiße hier. Wofür war das jetzt? Wenn ich die... Jetzt mal ganz ehrlich. Ich verstehe, dass das die Münzen als Wegfinder dienen sollten. Aber... Ich glaube ihm das nicht, dass er das so geplant hat, dass ich das nicht einsammeln dürfte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das... Ach. Naja. Oh, guck mal, da steht das Ende. Ein Glück. Ja, ohne Scheiß. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf den Hack hier. Ich muss mir schnell einen anderen suchen. Habe ich meiner Ex-Freundin damals auch gesagt. Ich muss mir schnell einen anderen suchen. Ja, eigentlich hat sie das ja zu mir gesagt. Watch out for shooting stars. Guess they're not so lucky after all. Ja, die Sterne sind doch nicht so glückselig, wie man immer behauptet. Okay. Was erzählst du mir? Das sind keine Sternschnuppen oder sowas. Das ist... Ja, ach nee, Moment, ich speichere hier nochmal. Wegen der scheiß Textbox. Das ist doch fucking Zeus, erzähl mir doch nichts. Beziehungsweise, vielleicht war es ja auch Drosten, wer weiß. Ich trau dem scharfen, intelligenten alles zu da. Der Drosten, der ist überall. Drosten umgibt uns. Die Drostologie. Moment, was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Krasse Bugs, Leute, krasse Bugs. Vielleicht war das auch gerade. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich es mir auch gerade eingebildet. Es ist so, Drosten hat mir ein Zeichen gegeben. Aber gut, wir wollen mal nicht weiter hier. Ich will ihn nicht auch nicht verärgern oder so. Nicht, dass er dann wirklich sich auf ein Date einlässt und dann die ganze Zeit hört, dass ich von ihm rede, dann hält er mich wahrscheinlich für einen Psychopathen oder so, ja. Das wollen wir ja nicht. Ich würde mal sagen, wir schauen dann mal in der nächsten Folge, ob wir, ja, offensichtlich das Level schaffen können. Vielleicht, wenn wir richtig, richtig, richtig Glück haben und der nicht irgendwie zum Schluss die Merkel auspackt oder so, schaffen wir den Hack vielleicht in der nächsten Folge. Aber irgendwie vermute ich da schon so einen richtig abgefuckten Boss, ey. Das ist es halt immer. Entweder der letzte Boss ist richtig lahm oder er ist richtig penetrant. Aber was dazwischen gibt es meistens nicht. Ja. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.